Hallo zusammen zu einer weiteren Runde in der FIFA 17 Demo. Und zwar heute spielen wir mal mit PSG gegen den FC Bayern München. So, Trikotauswahl. Fly Emirates gegen Telekom, das passt. Und ich spiele natürlich mit Paris Saint-Germain. So, was haben wir denn hier? Fortgeschrittenes Schießen, Bronze, erziele Tore per Lupfer. Na toll, eine meiner Nicht-Spezialitäten. Mit Edison Cavani. Ja, dann gucken wir mal, ne? Oh, das war alles nur nicht gelupft. Das war auch nicht gelupft. Moment, ich glaube, ich muss mal gucken, ja. Das erste Mal zählt noch nicht. Zählt noch nicht. Oh, Fähnchen getroffen. Und nochmal getroffen. Und nichts. Ach ja, die bauen jetzt auch noch ein Brett da rein. Na danke. Na, wenigstens noch ein. Und ein Volltreffer. Ja, gar nicht so einfach hier die Karre zu treffen, wie mehr Einsatz. Fortgeschrittene Schießen Bronze. Yeah! Zum Spielen die Optionstaste drücken. Dann wollen wir das mal tun. Aufgrund der Tatsache, dass ich einen kleinen Tipp von jemanden bekommen habe, was heißt von jemanden, von Franconia bekommen habe, dass es ein bisschen problematisch ist, meinen Gesabbel zu ertragen, plus das der englischen Kommentatoren, mache ich das nur selber alles zu kommentieren und dann lassen wir einfach mal die Kommentare der hoppla, englischen Kommentatoren raus und los geht's mit dem Freundschaftsspiel heute Abend wieder an der Stamford Bridge. Leider haben wir ja bloß ein Stadion in der Demo. Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München. Ja, ich glaube, wir hören Martin Tyler und Alan Smith nicht so gut, aber dafür hört ihr Rockabye. Das ist doch auch was wert. Und hier kommen auch schon die Spieler aus dem Tunnel raus. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier den Münchnern mal zeigen können, wo der Bader seinen Mosch holt. Was so französisch auf der Reihe ist. Okay, thank you. Hat er Nationalhymne gespielt oder was? Hab nichts gehört. Die Spielleitung hat Vaceslav Bondarczyk. Und dann hoffen wir mal, dass der Schiri halbwegs normal pfeift. Ach, Franke, falls du siehst, lassen die bei den Freistößen und beim Anstoß immer so viel Zeit. Ist mir irgendwie jetzt aufgefallen. So. Er pfeift ja doch noch. Dann wollen wir mal gucken, was hier so geht. So, naja, machen wir ein bisschen Kurzpass hier. Nee, das war ja wohl ein kalter. Der war auch nicht so, der Brüller. Aber ich... Ja, komm mal nur. Gerade noch gerettet. Und jetzt zeige ich euch mal, was mit hier außen geht. Ja! Fast hätte Aurel sein Tor geschossen, aber der Winkel war natürlich schon ein bisschen spitz.
Und Manuel Neuer hat ihn gut verkürzt. Also von daher werde ich mich mal nicht beschweren hier. Ich hoffe, ich kriege die Zuschauer noch auf meine Seite. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier für unseren Freund die Westvorstadt geschlagen kriegen mit Paris Saint-Germain. Was geht hier ab? Ja, so leicht geht das auch nicht. Ach, das war kein guter Steilpass. Oh, das war aber ein guter Doppelpass. Und da haben wir leider das 0-1 kassiert. Ja, da haben wir ein bisschen alt ausgesehen. In der 20. Minute kassiert Paris Saint-Germain das 0-1. Da habe ich aber auch sauber den Doppelpass zugelassen. Da kann man doch machen, was er will. Nämlich nichts. Okay, Kollege Thiago, wollen wir mal gucken, ob man das annullieren kann. Ein bisschen hier das Kurzpassspiel ausbauen und die Herrschaften mal ein bisschen auslaufen. Ja komm, Einwurf für mich. Hallo? Also ich hätte gesagt, war Rot-Weiß zuletzt am Ball. Ja klar, da. Nicht mit mir. Ah! Cavani! Der war aber doch wohl knapp vorbei. Lass mal uns die Zeitlupe angucken. Naja, also Sportreporter sagt knapp vorbei, ne? Kannst allerdings noch ein Tor nebendran bauen. Also von daher ist er mit dem knapp vorbei eher mal nichts. Bayern-Schlachtrufe im Hintergrund zu hören. Ah! Gutes Pressing hier gewesen. Oh oh, ich bin schon wieder ein bisschen im Hintertreffen. So, jetzt aber hier. Na, das war doch kein Pass in die Spitze, Freunde. Oh oh, das ist auch schon wieder halb durch. Oh, da ist einer verletzt. Hallo. Ist der verletzt oder tut er es noch? Tut er es. Oh nee, lauf noch einen Meter. Ja, man muss ja auch schießen. Ben Affa. Mann. Oh, was? Über den Außenriss. Mann. Kann ich ja bloß hoffen, dass mein FC heute gegen Freiburg ein bisschen besser spielt. Ah! Als ich mich hier abmühe. Ah! Blödsinniger Pass. Okay, jetzt komm, kurz vor der Pause. Ja, 2 Minuten gibt es Verlängerung. Ach, komm! Was? Ja klar doch. Ja. Halbzeit. 0-1. Einziger Höhepunkt. Kollege Thiago mit einem Tor bei einem Schuss. Nun gut. Zumindest die Ausbeute ist phänomenal. Da kann man nichts sagen. Dann schauen wir uns mal die Halbzeit-Highlights an. Gut, einlaufen. Für sich noch kein Highlight, obwohl können ja alle gerade laufen.
der hätte auch schon sitzen können. Ja klar, Kollege Lahm, der klatscht natürlich. Und das war natürlich ganz schwache Interesse. Ganz schwache Interesse. Ich habe auch nichts dazu sagen, weil da kommt sehr durchspazieren, die Bayern. Und da haben sie es beim FC auf jeden Fall nicht so einfach. Und der war, ja, hätte ein bisschen platzierter kommen können. Okay, mal schauen, ob wir wenigstens noch ein Unentschieden hinkriegen. Und dann sage ich mal, auf in die zweite Halbzeit. Gucken wir erstmal an, ob ich hier wirklich keinen Verletzten habe. David Luiz hat auch noch nicht so viel gebracht. Okay, aber erstmal würde ich sagen, ohne Wechsel weiter und auf geht's. Ach was! So, komm David Luiz, bist du schnell? Oh! Mist, verdribbelt. Hey! Okay. Haben wir nochmal abgefangen hier. Das war hier ein bisschen über außen. Nee, das war jetzt nicht wirklich was. Oh, Bayern München wechselt aus. Wer kommt rein? Ah, Vidal für Alonso. Standardwechsel hier bei Bayern. Ich würde jetzt ungern kein Tor machen. Das war sowas von platziert. Oh. Na. Oh. Der ist gefährlich. Au. Oh. Nee, 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 nee. Ey, was? Das ist doch kein Elfmeter. Ach, komm. Und noch eine gelbe Karte. Ja, sonst noch ein Wunsch. Ja, komm jetzt, zeig mir das. Ich hab den nicht mal berührt. Ball gespielt, eindeutig. Was kann ich dafür, wenn der nicht gerade laufen kann, der Kollege hier. Joshua Kimmich kommt für Thiago aufs Spielfeld. Das ist jetzt nicht gerade ungefährlich. Au! Oh! Na gut, okay. Ich werde ganz kurz mal auf meine Wechselbank gucken. So, und jetzt gucken wir mal. Ich muss hier mal Pastore, nehmen wir mal raus und sagen, Marquinhos rein und David Luiz und Silva muss ich drin lassen, aber Aurier ist ein bisschen platt. Und dann sage ich mal, ich habe nur noch Verteidiger da. Verratti oder Motta? Nehmen wir zentrales D. Mittelfeld etwas. Muss halt nach außen wechseln. Gut. Ah! Nee! Ja, da war ich zu schnell. Aber ich will ja einwechseln. Ich habe eine Entschuldigung. Noch 23 Minuten Zeit, um hier aus dem blöden 0:1 ein 1:1 zumindest zu machen. Habe ich jetzt eigentlich mein Geld belastet? Nein. Habe ich Maxwell rausgenommen? Mist. Nein, ich habe ihn nicht rausgenommen. Das war unklug. Ach, nee, ihr mit euren blöd. Was? Mann. Der Ball war eh schon weg. Freistoß ist natürlich jetzt nicht so besonders cool.
kommt der Onkel mit dem Spray wieder und Franck Ribéry legt sich den Ball zurecht. Das war leider hin. Okay, das wird natürlich gefährlich. Er schießt Alaba. Alaba, so wie es aussieht, oder? Fällt mir jetzt auch nicht. Ja, geh du mit deinem. Komm du hier mit deiner Sahnedose und sprüh eine Runde. Sind noch 20 Minuten. Das ist gefährlich. Okay, jetzt kann ich natürlich auch sagen, haben ein bisschen Glück gehabt. Ja, ganz so langsam bin ich ja nicht. Yeah! So geht's. Hallo Manuel Neuer. Wir freuen uns. Also, ich auf jeden Fall. Nicht, dass ich was gegen Bayern habe. Ich meine ja, bin ja FC-Fan. Aber ich will ja ungern spielen, ne? Ist ja logisch. Ja, da war der Ausgleich. Das sieht die Sache doch schon besser aus. Marquinhos in der 75. Minute mit dem 1:1 für PSG. Und jetzt fangen wir das Spiel von vorne an. Denn wir haben ja noch eine Viertelstunde Zeit. Ach nee! Scheiße. Habe ich den Ball so schön gehabt und dann flange ich das ein und nach vorne. Wieso spielt der jetzt eigentlich zu Manuel Neuer? Nee, nee, nee. Ey! Ich weiß nicht, aber das zählt nicht, wenn ich gefoult werde, oder? Na! Komm zurück. Ja, hau den mal lieber weg, Freund. Sonst kriegst du gleich noch mal einer rein. Einwurf oder Eckball? Ich bin für Eckball. Ja, das war Einwurf, okay. Yeah! Entschuldigung. Da führen wir doch ein Tänzchen auf. Und nehmen von unserem Auswärtsrecht Gebrauch. Sauber verladen. Kurzes Eck ausgesucht. Ja, Manuel, da kannst du deine Beine noch so lange machen, die werden nicht länger. Oh, jetzt guckt er aber böse. Man of the Match. Würde ich jetzt mal so für mich behaupten. Jetzt heißt es noch 4 Minuten. Und die üblichen, keine Ahnung, wie viele Minuten Verlängerung verteidigen. Dann könnte das was werden. Ich kann natürlich jetzt noch mal eine taktische Auswechslung vornehmen. Oder ich lasse einfach David Luiz mal was tun. Wir haben es nicht eilig. Okay, dann hätten wir noch... Ja, hast du ja... Wow. Nicht besonders gut platziert. Mit dem Außenriss. Schade, schade, schade. Den Tipp habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber ist okay. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo wir den hinjagen. Ah. Naja, ein bisschen Mut gehört auch mal dazu. Muss man das Ding mal direkt nehmen, 3 Minuten Nachspielzeit. Ja, Manu, kannst du Zeit lassen, ne? Ich hab's nicht eilig. Ich führe 2:1. Ja! Ach nee, komm! Das war natürlich nicht der Brüller. Ja, das kommt davon, wenn du direkt spielst. Aber schlussendlich 2:1 für PSG gegen den FC Bayern.
Sieg für Rockaby. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt, ohne den britischen Kommentatoren-Ton. Aber ich glaube, ich kann mich auch daran gewöhnen. Muss ich eben ein bisschen mehr reden und ihr müsst mich ein bisschen mehr ertragen. Ja, PSG schlägt den FC Bayern heute mit 2:1 nach 1:0 Rückstand in der ersten Halbzeit. Marquinhos zweimal zugeschlagen und das Spiel gedreht. Mit den Höhepunkten verabschieden wir uns heute von der Stamford Bridge und wünschen noch einen schönen Abend. Bis die Tage. Bye.